Ehrmann rät Wiese zu Karriereende. Gerald Ehrmann, der langjährige Torwarttrainer von Tim Wiese beim 1. FC Kaiserslautern, hat dem früheren Nationalkeeper das Karriereende nahegelegt. Es sei definitiv vorbei, sagte Ehrmann im Sport1-Interview. Wiese sei fast 2 Jahre aus dem Fußball raus und polarisiere viel zu sehr, als dass er nochmal auf dem Platz stehen könnte. Die negative Außendarstellung des Torhüters kann Ehrmann aber nicht nachvollziehen. Dieser sei privat ganz anders, als er in der Öffentlichkeit rüberkomme. Ehrmann war von 2002 bis 2005 Wieses Torwarttrainer beim FCK. Can wechselt nach Liverpool. Der Transfer des U21-Nationalspielers Emre Can von Bayer Leverkusen zum FC Liverpool ist perfekt. Bayer bestätigte am Donnerstag den Eingang eines offiziellen Angebots der Reds für den 20-Jährigen. Can werde eine Ausstiegsklausel ziehen und ab dem 1. Juli an die Anfield Road wechseln, hieß es in der Mitteilung. Erst vor einem Jahr war Can für etwa 5 Millionen Euro vom FC Bayern München nach Leverkusen gewechselt. Der Mittelfeldspieler soll Liverpool 12 Millionen Euro Ablöse kosten. Barca will wohl Reus und Müller. Der FC Barcelona hat offensichtlich die beiden Nationalspieler Marco Reus von Borussia Dortmund und Thomas Müller vom FC Bayern im Visier. Die Deutschen sollen Barca nach dem ersten titellosen Jahr seit 2007 zurück in die Erfolgsspur führen, berichtet die Zeitung El Mundo Deportivo. Beide würden perfekt in das Konzept von Trainer Luis Enrique passen. Sowohl Müller als auch Reus stehen bei ihren Bundesliga-Vereinen noch bis 2017 unter Vertrag. Reus soll allerdings eine Ausstiegsklausel im Arbeitspapier haben. Lasogga soll in Berlin bleiben. Hertha BSC möchte den im Sommer 2015 auslaufenden Vertrag von Pierre-Michel Lasogga vorzeitig verlängern. Man brauche das persönliche Gespräch mit ihm und seiner Mutter, sagte Manager Michael Preetz bei Sky. Der Verein wolle jetzt hören, wie Pierre sich seine Zukunft vorstelle. Lasogga war in der vergangenen Spielzeit von den Berlinern an den Hamburger SV ausgeliehen. An dem Angreifer sollen neben Wolfsburg auch die Premier League-Clubs Newcastle United und Tottenham Hotspur Interesse haben. WM aktuell, wir sind ganz nah dran.